Gynäkologiepraxis Dr. Lustmolk. Unser Motto lautet: ruhig Blut. Tut mir leid, der Herr Doktor hat im Moment alle Hände voll zu tun. So, Frau Schluckauf, bitte. Sie sind die Nächste. Ah, Frau Schluckauf. Wie ich sehe, haben Sie sich auch schon freigemacht. Wo brennt's denn heute? Dr. Lustmolk, es ist mir so peinlich. Ich habe ein Blasinstrument zwischen den Beinen. Boah, nicht noch eine. Ich sollte die Praxis während des Oktoberfestes wirklich zumachen. Worum handelt es sich denn bei Ihnen? Es ist eine Flöte. Flöten, Flöten. Es gibt Tausende von Flöten. Blockflöten, Piccoloflöten, Bambusflöten, Panflöten, Dudelsäcke. Es ist sehr unangenehm. Also eine Querflöte. Nein, eine... Nicht sagen, nicht sagen, ich will selbst drauf kommen. Lassen Sie doch mal was hören. Klingt ja furchtbar. Lange können Sie die ja noch nicht drin haben. Also, ich verschreibe Ihnen Folgendes. Jeden Tag 2 Stunden üben und vor allem keinen Geschlechtsverkehr. Sie verstehen mich falsch. Ich will doch gar nicht Flöte spielen. Weshalb sind Sie denn dann hier? Es ist nicht meine. Ich habe sie heute Morgen zusammen mit 250 Gramm Kokain aus Peru eingeschmuggelt. Na, wenn es so ist, raus damit. Habe ich doch schon versucht. Aber ich komme nicht weiter als bis zum eingestrichenen F. Das wollen wir doch mal sehen. Tatsächlich. Sitzt da wie eine Malle im Speck. Warten Sie, sagten Sie, zusammen mit 250 Gramm Kokain? Erstklassiger peruanischer Schnee, ja. Nun, Fräulein Schluckauf, wie ich es sehe, haben wir es hier mit einer klassischen vakuumesken Protubienz zu tun. Entspannen Sie sich bitte einen kleinen Moment. Keine Angst, es tut nicht weh. Wow, willkommen in meinem Gehirn. Was das, Dr. Lustmolk? Hehe, ich schätze mit einem einfachen. Hat sich das Problem erledigt. Herr Doktor, Sie haben es geschafft. Übernimmt das auch die Kasse? Leider noch nicht. Aber Professor Geilo Lustmolk, Frauenarzt aus Leidenschaft, macht es nicht nur für Geld.